Ihr wollt das schnellste Pack-Opening aller Zeiten sehen? Ne, 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 Duplikat. Ne, ne, ne. Fuck my life. Ne, 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 ne. Okay. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das war ihr am wenigsten erfolgreiches und schnellstes Pack-Opening. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gustav. Ich wollte euch heute eine Grundausbildung zeigen, die sonst keiner benutzt, aber die einen echt lustigen Effekt haben kann. Was die Grundausbildung macht, ist einfach nur, die Streaks, die ich habe, die kann ich nur einmal bekommen, aber sie werden nicht während des Todes zurückgesetzt. Also die Punkte, die ich da verdiene zwischendurch, die werden nicht zurückgesetzt. Ich werde es immer weiter verdienen. Und die Punkte, die ich brauche, die sind verdammt hoch. Also die sind auch nicht irgendwie so, ach ja, es geht ja noch. Die sind echt, echt hoch. Nein, da ist noch einer. Ah! Nein, du mit deinem Raketenwerfer kannst dich mal direkt verpissen, Junge. Was ist das denn für eine Art? So geht man doch nicht mit seinen Mitspielern um, mit dem Raketenwerfer rumlaufen. Frechdachs. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen uns gar keine Sorgen machen zu sterben. Ich will das Einzige, was ich haben will, sondern ich punkte. Deswegen werde ich auch auf die Stellung gehen und da richtig mitmachen und so. So, guck mal, jetzt werde ich das hoffentlich noch verdienen. Nice. Kleines Geheimnis, ne? Hier kann man hoch. Nur so zur Info. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht in Feindeshand. Yes, Baby. Guck mal, wir sind schon echt gut dabei. Wir machen gut Punkte. Sind ein paar Mal gestorben, aber das hält uns halt nicht auf, ne? Das hält uns schlichtweg nicht auf. Komm, die hol ich mir eine Pistole. Ist mir scheißegal. Yes! Zeigst du dich jetzt nochmal, oder? Oh, Baby. Oh, ich liebe diese Waffe, ne? Kann ja so machen einfach. Da oben ist der, ich weiß das ja. Bolz, habe ich den ein bisschen verletzt. Der ist jetzt hier hinter. Guck, guck, ich muss. Da ist aber noch einer. Okay. Verdammt nochmal. Aber jetzt haben wir schon Beispiel unser hier, ne? Fick-Ding. Wenn du weißt, was ich meine. Nope. So, ich gehe hier hoch und dann hole ich mir den Typen, der hier gegen meinen Kollegen kämpft. Yes, Baby. Ich habe keinen einzigen Kill dadurch bekommen. Artillerie ist so scheiße in dem Game. Aber es ist das Einzige, das halt dritthöchste, was ich hatte. Okay, wir müssen erstmal nachladen mit der Waffe. Ich habe leider noch kein großes Magazin freigeschaltet. Seien wir mal ehrlich, das macht die Waffe ziemlich schlecht. Da haben wir den. Das ist wieder der Typ mit dem Raketenwerfer. Der kleine Frechdachs, ne? Da denkt er sich, komm, wir sind schon echt mehr weit entfernt von unserem Fallschirmjägern. Und was haben wir dafür getan? Okay, wir haben ein bisschen was getötet und so, aber ansonsten haben wir echt viel, einfach auch gestorben und so. Hier sind welche, ich weiß das. Ich habe die gesehen. Boah, meine Katze, die geht gerade so ab, ne? Lilly, bitte raste weniger aus, Mann. Ja, kleiner Tipp, auf die Stellung, die jetzt gerade ist, nicht aus dieser Seite kommen. Die können dich da so ficken. Oh, das war der Typ mit den Raketenwerfern. Yay, wir haben es geschafft, das Ding zu erobern. Weil ich von hinten kam. Ah! Scheiße. Ja, aber das meine ich ja so, ne? Wenn man auf die Stellung geht, dann verdient man halt seine Streaks nicht, weil man ständig stirbt. Aber ich werde meine Streaks trotzdem verdienen. Und wie oft verdient man denn seine Fallschirmjäger pro Spiel grundsätzlich, ja? Verdient man die dreimal? Meistens eh nur einmal. Meistens eh nur einmal, wenn es relativ gut läuft. Wenn es natürlich überragend läuft, ja klar. Aber dann brauchst du sowas auch nicht, ne? Aber da haben wir unsere Fallschirmjäger, die holen wir jetzt direkt runter, Mann. Den holen wir jetzt einen runter. Was? Nein, du nicht. Ah, ich weiß nicht, ob ich das als OP bezeichnen würde. Würde ich nämlich nicht sagen. Aber man kann halt auf jeden Fall auch als nicht ganz so guter Spieler, der sonst nicht schafft, 17 Mal hintereinander Leute zu töten und dann nicht zu sterben, durch solchen Scheiß, den man eh nicht verhindern kann, sondern auch so kann man einfach mal die großen Streaks bekommen. Das finde ich gut. Nee, mein Freund. Und da haben wir unsere Bombardierung. Wir haben einfach alle Streaks geholt. Scheiß drauf, Mann. Ich feiere das schon ein bisschen. Na komm. Ja, Baby, komm her. Komm, mach mal ein paar Kills. Yes. Ja, ein Kill gemacht, ey. Bombardierung war auch schon mal besser, Mann. Ey, Bombardierung, willst du mich verarschen? Was war das denn? Absolut Shit. Ich habe überhaupt nichts bekommen. Ich habe einen Kill von der Bombardierung bekommen. Was? Aber das ist schon ein bisschen lächerlich, ne? Oh mein Gott. Wenn man keinen bereit hat, ne? Holy Shit, ey. Ich hätte gerne natürlich den Rumpf ganz schützeln. Aber der ist gerade noch nicht bei mir verfügbar. Nee, mein Freund. Nee, 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 nee. Dies können Sie vergessen. Goddammit. Lilly. Meine Fresse. Warum muss sie denn jetzt, während ich aufnehme und mich konzentrieren muss, rastet die vollkommen aus, ne? Nein, jeder Zweikampf am Limit. Gut, dass ich Panzer habe, sonst wäre ich gerade gestorben. Einmal brauchen wir Verstärkung. Oh Gott. Guck mal hier kurz. Hey. Ja, Baby, ich hab dich, Junge. Nein, ich muss immer noch nachladen.
Ich hole mir den. Der ist tot? Ja, der ist tot. Ich hätte mir den aber geholt, meine Freunde. Ich hätte mir den geholt. Die Nachladezeit von dieser Waffe, die ist einfach so lang, ne? So krass. Ein 31 zu Watt 11. Ach, das ist, ja, das ist halt eine schwere Lobby gewesen vielleicht, ja. Aber, I don't know. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ich werde jetzt wieder nicht mehr WW2 spielen.